Schön. Dankeschön. Liebe Freundin, eine Welle rollt über Europa, eine Welle rollt über Sachsen. Die grüne Welle der Menschlichkeit. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und 26 Jahre nach dem Zusammenschluss von Bündnis 90 und den Grünen stehen wir vor einer Zeitenwende. Unsere Ideen sind tief verankert in der Gesellschaft. Die Arbeit, die jeder Einzelne über die letzten Jahrzehnte und jeden Tag bis heute mit Mut, Leidenschaft und Haltung gemacht hat, zeigen, was wir leisten können. Wir stehen auf riesigen Schultern, den Schultern von Bürgerrechtlerinnen und Umweltschützerinnen, welche so oft vor Ort bis heute für unsere Grundwerte eintreten. Wir Bündnisgrüne sind die wahren Verfassungsschützer. Da, wo Menschenrechte angegriffen werden, stellen wir Bündnisgrüne uns entgegen. Wir sind die Brandmauer gegen autoritäres Gedankengut. Wir sind die Verfassungsschützer im besten Sinne, die mit Leidenschaft für die Freiheit, die Demokratie und den Rechtsstaat eintreten. Wir lassen uns nicht Kirre machen, wenn nationalistische Demagogen an den Grundpfeilern unserer erkämpften Demokratie sägen wollen. Wenn Einzelne ausgegrenzt und bestimmt werden soll, wer nicht dazugehört, stehen wir mit der Zivilgesellschaft an der Seite der Marginalisierten. Wenn Frauenrechte zurückgedreht, Reproduktionsrechte eingeschränkt werden soll, widersprechen wir dem nicht nur. Wir streiten für den weiteren Aufbruch. Schulter an Schulter als Männer, Queere und Frauen. Dabei können wir stolz sein auf das, was wir heute schon erreicht haben. Doch wir geben ein weiteres Versprechen. Die Teilhabe von Frauen in allen Bereichen muss eingelöst werden. Nichts weniger als Parität sollte unser Ziel sein. Als Bündnisgrüne waren wir schon immer und werden wir immer der natürliche Partner aller jener zivilgesellschaftlichen Akteure bleiben, die für den Erhalt unserer Lebensgrundlage eintreten. Zusammen mit ihnen halten wir das größte Artensterben seit den Dinosauriern auf. Wir reduzieren den Einsatz von Pestiziden, verbannen Glyphosat von unseren Äckern und fördern den Ökoanbau. Wir stoppen jegliche Tierquälerei. Das Grundgesetz gibt uns auch hier die Leitlinie vor. Mir ist immer bewusst, ohne eine intakte Umwelt werden wir auf Dauer Menschen- und Bürgerrechte nicht sichern können. Doch mit dem Aufbruch ins 21. Jahrhundert sind wir der Partner von noch so viel mehr. Heute kämpfen wir mit dem katholischen Pfarrer, der evangelischen Pfarrerin und dem muslimischen Imam für das Grundrecht auf freie Religionsausübung. Wir streiten mit den Lehrerinnen und den Eltern für die perfekte Ausstattung der Schulen und ein inklusives Schulsystem. Wir kämpfen mit den Großstädterinnen für bezahlbare Mieten, mit den Bewohnerinnen von den ländlichen Gebieten ringen wir darum, um mit innovativen Konzepten die klimaneutrale Mobilität der Zukunft und die beste digitale Infrastruktur bereitzustellen. Wir gestalten mit den Menschen in den Revieren den nicht mehr aufzuhaltenden Wandel. Wir stellen uns den Herausforderungen und geben ihnen eine grüne Zukunft, anstatt in eine rückwärtsgewandte Blockadehaltung zu verfallen. Für uns gibt es nur einen Sachsen und alle sollen überall dazugehören. Die Zeichen der Klimakatastrophe sieht man an allen Ecken. Der letzte Dürresommer hat es uns allen auf erschreckende Weise vor Augen geführt. Er hat unsere Innenstädte so heiß werden lassen, dass sich Teile unserer Mitmenschen kaum noch draußen aufhalten konnten. Er hat die Felder austrocknen lassen, sodass Bäuerinnen große Teile ihrer Ernte nicht mehr einfahren konnten. Es war so heiß in einigen Dörfern, dass allmählich die Wasserversorgung versiegte. Es wurde uns allen im letzten Sommer so schmerzhaft bewusst, wir steuern auf die Kipppunkte der Erde zu und wir haben keinen Planet B. Doch das Gute ist, wir haben durch die weltweite Forschungsgemeinschaft das Wissen, durch so viele, die mit Entschlossenheit vorangegangen sind, haben wir heute die Mittel. Was wir jetzt brauchen, sind die Taten und wir Bündnisgrüne sind bereit, mit Mut diese umzusetzen. Wir stehen mitten in einer Revolution der Digitalisierung, einer Querschnittsaufgabe über alle Bereiche. Diese geht bis heute meist unkoordiniert vonstatten. Es liegt an uns, ob wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, ohne blind für die Risiken zu sein. Ob wir den Tech-Monopolisten Konzepte entgegenstellen, welche die Teilhabe von allen an den Errungenschaften der Digitalisierung ermöglichen. Ob wir die Regeln schreiben, die ein freies, offenes und dezentrales Netz fördern, oder ob wir uns den Monopolisten die Wallet Gardens aufzwingen lassen. Ob wir Datenschutz großschreiben und die erkämpften Freiheiten an die nächsten Generationen weitergeben können oder ob wir schleichend in eine Überwachungsdystopie gleiten. Applaus
Mit der Digitalisierung haben wir die Chance, vergangene Fehler wieder gut zu machen. Wenn wir sie nachhaltig gestalten, wenn wir sie von, für und mit den Menschen gestalten. Wir können zeigen, welche Kraft in einer Demokratie mit einer starken Zivilgesellschaft steckt, welche innovativen Kräfte und Ideen in ihr schlummern. Liebe Bündnisgrüne, mit Offenheit können wir über Grenzen hinweg an Vielfalt gewinnen. Durch Open Source Software und Open Education kann jeder einzelne Person die Möglichkeit gegeben werden, sich das Verständnis bis in die Tiefe anzueignen. Offene Software und offenes Lernmaterial stellt die Grundlage bereit, welche die Teilhabe von vielen ermöglicht. Auf dieser kann jeder Einzelne aufbauen, egal ob privat oder beruflich. Indem wir Communities unterstützen, die Ökosysteme auf noch breitere Beine stellen, staatliche Software anfangen als Open Source zu entwickeln, fördern wir die Vielfalt und stärken regionale Anbieter. Mit einem öffentlichen Open Data Programm geben wir nicht nur den vielen kleinen Unternehmen und der Wissenschaft, sondern auch den zivilgesellschaftlichen Akteuren die Möglichkeit, spannende und innovative Konzepte schnell und einfach auszuprobieren, damit sie für die ganze Gesellschaft einen deutlichen Mehrwert schaffen können. Wenn wir unsere Netze, unsere Hardware, unsere Software resilient gestalten, wie sie widerstandsfähig gestalten, bietet uns die Digitalisierung die Chance, von überall zu arbeiten und zu lernen. Es bietet uns die Chance, Versorgungslücken zu schließen, sodass niemand und kein Ort zurückgelassen wird. Das Netz hat Grenzen eingerissen. Wir können heute mit über 7 Millionen Menschen weltweit über alle Grenzen und Sprachen hinweg uns vernetzen. Das Netz hat die Menschheit so nah wie noch nie zusammengebracht. Lasst uns jetzt die Menschen in ihrer wunderbaren Vielfalt zusammenbringen. Liebe Freundin, ich bin zum Direktkandidaten im Wahlkreis 35 in Nordsachsen gewählt worden und ich will mit euch gemeinsam für ein menschliches, ein demokratisches und ein nachhaltiges Sachsen sowie ein starkes, bündnisgrünes Ergebnis kämpfen. Zu Ende. Zum Schluss. Danke, zum Schluss. Enrico, nein, es gibt keinen Schluss mehr. Es gibt aber keine Fragen. Und insoweit hast du natürlich die Möglichkeit, die restlichen 3 Minuten zu nutzen, um weiter dein Programm vorzustellen. So, dann eigentlich nur den letzten Satz so zum Schluss. Liebe Queere, ich hoffe, ihr habt das Sternchen vor dem Innen gehört. Und liebe versammelte Männermannschaft, ihr wart natürlich mit gemeint. Danke, Enrico.